Jo, willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Wir haben hier auf Route 5 immer noch die versteckte Lichtung, wo wir jetzt nicht nochmal drinnen waren. Habe ich ehrlich gesagt im letzten Part auch vergessen. Ich war jetzt aufs Kind nochmal im Pokémon Center, hab die Pokémon geheilt. Und ja, wir wollen jetzt kurz nochmal hier reingehen, weil wir sind damals hier rausgegangen, weil wir einfach ganz schnell am Ende des Parts noch ein Teammitglied fangen wollten. Und ja, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Aber es scheint nur so ein Pikachu-Chiller zu sein, keine Ahnung. Wir treffen es trotzdem mal an. Ja, ist einfach nur ein Pikachu-Chiller. Sonst weiter nichts Besonderes, haben wir schon oft genug auf der Route getroffen. Daher, ja, ich wollte einfach nur nochmal hier reinkommen und euch das mal zeigen. So, ich lösche es ganz schnell mal aus, dass es keine Chance mehr hat. Ja, Volltreffer, wunderbar, Nico. Und sonst gibt es hier weiter nichts. Auch nicht mit einem Item da? Nö. Okay. Keine Ahnung, was diese Lichtung hier soll, weil Pikachu-Chiller kriegt man auch so auf der Route. Zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ich glaube 30% war das. Von daher. Ja. So, irgendwo gibt es hier noch ein verstecktes Item. Ein Hypertrank. Geil. Das nehme ich doch gerne mit. Ich habe zu selten das Itemradar an. So, ich hoffe mal, ich kann jetzt auch besser laufen, weil ich habe nochmal meine Steuerung ein bisschen umgeändert. Mal kurz was machen. So, wie gesagt, ich setze den Item-Detektor einfach viel zu selten an. Und hier gibt es einen Doppelkampf. Geil, die waren im letzten Part beim Reihenumkampf mit dabei und haben zugeschaut. Generell, wie gerade gesagt, wir hatten im letzten Part einen Reihenumkampf, was sehr, sehr nice war. Und das war auch unser erster, generell, hier. Was wir jetzt noch nicht hatten, ist ein Dreierkampf, darauf freue ich mich halt auch schon. Generell, ich hoffe mal, es kommt jetzt immer öfters, sondern Dreierumkämpfe, Dreierkämpfe, weil ich mag das. So, wir haben hier einen Doppelkampf gegen zwei Pikachu-Chillers. Nichts Besonderes, nichts Schweres. Da einfach mal hier draufhauen und dann sind sie auch weg. Ja, das erste Pikachu-Chiller ist schon weg. Und das zweite wird gleich folgen. Aber wahrscheinlich erst in der nächsten Runde, es sei denn... Nico schafft das, weiß ich jetzt nicht. Ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Oh doch, wunderbar. Was beschwere ich mich hier eigentlich? Ja gut, die sind auch relativ unten vom Level. Man hätte ja hier schon längst herkommen können. Aber ich wusste jetzt nicht, was ich zuerst machen soll. Meine Steuerung funktioniert gerade nicht. Ich muss das hier nochmal kurz reloaden. Jetzt funktioniert es wieder. So, hier rechts, was ist denn das? Maria Zugbrücke. Und hier? Hier ist wohl nichts. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Ich hoffe mal, sie ist auch momentan hochgefahren. Ja, sie ist ein bisschen schräg, aber okay, es ist normal. Was ist da? Eine Flinkfeder, okay. Ist das da ein Trainer? Mal sehen. Sieht nicht danach aus, nee. Gelegentlich zeichnet sich oberhalb der Brücke der Schatten eines Vogel-Pokémons ab. Seine Federn gleiten anschließend sacht zu Boden. Wenn man versucht, eine solche Feder aufzuheben, kann es mitunter vorkommen, dass man mit einem Vogel-Pokémon zusammenstößt. Ja, cool. Ja, nice. Gibt es hier dann auch Trainerkämpfe? Nein. Ja, Maria City ist berühmt für diese Zugbrücke, für das Pokémon World Tournament und für den verliebten Mann Charles. So, gerade ein paar technische Probleme hier gehabt, aber jetzt ist das behoben. So, weiter geht es. Ja, keine Kämpfe hier. Hier könnte es nochmal ein Pokémon geben oder ein Item, weiß ich nicht. Ein Abwehrfeder, okay. Interessant. Ja, sonst ist die Brücke leider ziemlich leer.
Maria zur Brücke wird auch Glurak-Brücke genannt, weil sie so aussieht wie ein Glurak, wenn sie hochgezogen ist. Ich habe allerdings noch nie einen Glurak gesehen, also weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich habe noch nie die Brücke gesehen, wie sie hochgezogen ist. Auch doof. Leider ist die Brücke relativ uninteressant, muss ich sagen. Eine Geniefeder. Das Pokémon kann ich jetzt hier antreffen. Aber ich generell. Ich habe mir jetzt noch nicht die Orte angeschaut, wo die nächsten Teammitglieder sind, aber. Die Brücke ist es nicht. Nee, die ist es nicht. Generell, wo sind wir denn jetzt eigentlich laut Karte? Ach, ich muss hier wieder zurück. Spiel hier rein. Damit. Nein, nicht Pokédex. Nicht nochmal auf der Karte schauen kann. Ich habe gerne so einen Überblick, wo ich halt bin. Gerade weil ich halt die Region hier nicht kenne. So hier, aha, okay. Okay. Als nächstes, oder wir sind gerade hier in Maria City. Okay. Was ist denn hier oben? Das ist der Wendeberg. Okay. Hier die blauen Punkte, da waren wir jeweils schon. Hier waren wir noch nicht. Alter Fluchtweg. Okay. Gut zu wissen. Weil es müsste bald ein neues Teammitglied kommen. Na gut. Ich habe mir halt die Level aufgeschrieben und die Orte. Ich weiß jetzt nicht, wo die Orte halt sind. Ich dachte, die sind hier in der Nähe des nächsten Teammitgliedes. Aber nein. Und es dauert auch noch ein paar Level. Ich habe mir hier die Level aufgeschrieben, auch noch. In den Trainern. Ja, wie findest du unsere Zugbrücke? Sie ist der ganze Stolz der Stadt. Und ihres eleganten Aussehens wird sie auch Glurak-Brücke genannt. Haben wir ja gerade schon gehört. Eine Brücke verbindet entfernte Orte miteinander. Pokémon-Kämpfe und Pokémon-Tauschaktionen verbinden verschiedene Menschen miteinander. Das heißt doch, dass Pokémon-Brücken zwischen den Menschen sind, oder? Wenn man es so sieht, warum nicht? Komm in Maria City. Es ist so geil, dass ich jetzt hier nochmal die Steuerung umgestellt habe. Und schon viel leichter zu den Knöpfen, weil es einfach für meinen Daumen besser angepasst ist. Oh, lol. Die Plasma. Los, lass uns wieder am Pokémon stehen. So wie früher. Das hat doch Spaß gemacht, oder? Nee, 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 nee. Das geht nicht. Aber auf die harte Tour gelernt, dass man nicht stehlen darf. Ach, hör doch auf, Alter. Es ist so spät, um plötzlich den Gesetzestreuen zu geben. Die Leute verstehen unsere Herren Motiven nicht und behaupten, wir seien Ganoven, Alter. Die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Da ist, wenn du Team Plasma verlässt, sind sie unfreundlich zu dir. Da kannst du genauso gut mit uns Pokémon stehen und die Welt erobern. Dann werden sich die Leute, die jetzt gemeinsam zu dir sind, von dir niederwerfen und dir ständig sagen, wie toll du bist. Nee, das würde Meister N traurig machen. Das kann ich nicht tun. N! Der König von Team Plasma? Dass ich nicht lache. Er ist nichts weiter als ein Bastard. Der Kerl hat uns im Stich gelassen und ist einfach irgendwo verschwunden. Als wir ihn am nötigsten brauchten, Alter. Hey! Retro. Ja, ich hab's gewusst. Fang an zu reden, du Halunke Team Plasma. Oh, was soll denn das, du kleiner Piep? Mist, mir wurde ja extra gesagt, dass ich keine Ärger machen soll. Mach dich beim nächsten Mal fertig. Ach. Denkst du etwa, ich lasse dich entkommen? Ist schon okay. Er ist ein Freund von mir aus meinen Zeiten bei Team Plasma. Auch vor 2 Jahren hat sich das Team aufgespalten. Diejenigen, die N gefolgt sind, um die Pokémon zu retten. Diejenigen, die mit Schießes die Welt erobern wollten. Okay. Ja, den Rest kann ich in unserem Haus erzählen. Er steht auf dem Hügel neben der Pokémon Arena. Pokémon Arena, geil! Hier gibt's die nächste Arena! Schießes und N. N, N, N. N sagt mir was. Aber sonst. Gar nichts. Ich kann jetzt mit N auch nichts anfangen. Ich glaube, ich habe deinen Namen schon mal irgendwo gehört oder so. So, wir schauen uns erstmal die Stadt natürlich an. Vor einiger Zeit hat mir Team Plasma mein Pokémon gestohlen. Später habe ich es wiederbekommen. Oh, du Glücklicher. Dir gönne ich aber auch das Glück. Generell, das Pokémon. Aber dass allen Leuten, denen das Pokémon gestohlen wurde, das auch irgendwann wiederkriegen.
möchte ein besserer Trainer werden, damit meine geliebten Pokémon nie traurig sein müssen, weil sie verlieren. Ja, das ist ein guter Ansatz. Gehen wir mal in dieses Haus hier rein. Was ist denn das hier? Wie sieht ein Pokémon einen Gegner, der stärker ist als das selbst, erhält es dafür mehr Erfahrungspunkte als üblich. Okay. Darum kriegen manche mal ein paar mehr EP. Das finde ich sehr interessant. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich habe mich das halt schon öfters jetzt gefragt. Vielleicht wurde es inzwischen auch in den Kommentaren schon beantwortet. Kann sein. Nur, ja, wie gesagt, ich nehme das ja ein bisschen im Voraus hier auf. Oh, du hast ja einen Pokédex. Sag mir nur, wie viele verschiedene Pokémon du bisher gesehen hast. Oh, du hast die magische Grenze von 70 also bereits überschritten. Ja, das ist eine Belohnung wert. Seegesang! Geil! Das erhält alle ein paar KP, wenn man angreift, glaube ich. Ein Pokémon, das Seegesang trägt, regeneriert im Kampf einige seiner KP, wenn es dem Gegner Schaden zufügt. Genau. Aber davon mal abgesehen, du zeigst dein Pokédex doch hoffentlich regelmäßig der Professorin. Vielleicht. Ich habe im Pokémon-Freund einen sehr nützlichen Artikel gelesen. Pokémon-Freund, ist hier eine Zeitschrift, glaube ich. Hältst du die L-Taste gedrückt, während du eine Attacke auswählst, erhältst du eine ausführliche Erklärung ihrer Wirkungsweise. Ist das gewusst? Nee, ehrlich gesagt habe ich das nicht gewusst. Und das ist mega geil, das auch mal zu erfahren. Das probieren wir beim nächsten Kampf mal aus. Willkommen im Grand Hotel Maria. Mit freien Zimmern können wir zwar nicht dienen, aber das sollte dich nicht davon abhalten, bei uns ein bisschen zu entspannen. Okay. Dann gehen wir mal hier in den Fahrstuhl rein. Wie viele Stockwerke hat dieses Hotel? 2 Stück. Ja gut, eigentlich 18 mindestens, aber wir können nur in 2 rein. Das andere sind bestimmt die Luxus-Apartments. Interessant, dass hier mehrere Zimmer sind, ohne eine Tür davor. Also ich würde mich da ein bisschen beobachtet fühlen, wenn das so sein. Oder es ist ein ganzes Zimmer. Aber warum kann ich dann da rein? Okay. Komm, im Ausland angekommen, werden auch schon Pokémon getauscht. Bravo. Kinder sind ja so herrlich und kompliziert darin, neue Freundschaften zu knüpfen. Hey, dank drahtlos Verbindung können wir auch auf Distanz Pokémon tauschen. Ja. Bitte kümmere dich gut um das Pokémon. Immerhin habe ich es damals getauft und ein Item habe ich ihm auch mitgegeben. Ach, damals Pokémon tauschen. Das waren Zeiten. Oh ja, immer mit Freunden so Pokémon gezockt. Das war immer nice. Wo habe ich jetzt drauf geklickt? Auf Erdgeschoss, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Dann nochmal hier rein. Habe jetzt einfach nur A gedrückt. So, hier. Aber es war schon damals nice, immer Pokémon tauschen und so. Mit Freunden treffen, um Pokémon zu zocken. Ein guter Kumpel von mir, der hatte auch immer viel Pokémon mitgezockt. Immer wenn ich bei ihm war und übernachtet habe oder er bei mir. Immer Pokémon gezockt. Ey. Ich vermisse diese Zeit noch so ein bisschen. Heutzutage. Ja, privat komme ich einfach nicht mehr auch zum Pokémon-Zocken mehr. Und ja. Jetzt nur wieder durchs Let's Play. Stetige Veränderung ist wichtig, aber noch wichtiger dabei ist doch, dass man sich im Kern treu bleibt. Nimm nur die Pokémon als Beispiel. Sie entwickeln sich zwar weiter, behalten aber ihr wahres Wesen bei. Maria City. Wie ich es in Erinnerung habe, hat einen so herrlichen Charme. Ja, ich hab's nicht in Erinnerung. Vielleicht hätte ich auch einfach mal Schwarz erzocken wollen, aber ich hatte mehr Bock auf Schwarz 2, weil es halt einfach von vielen Bewertungen her als geiler beschrieben ist. Jetzt werde ich hier angeschrieben. Ist das Support oder was ist das? Das ist Support, okay. Naja, kann ich da nichts machen. So, weiter geht es hier. Dieses Haus ist abgeschlossen und so groß sieht das gar nicht aus mit 18 Stockwerken. Uiuiui, ist das eine TARDIS, die von innen größer als von außen? Ich möchte ein besserer Trainer werden damit. Achso, den haben wir schon vorgelesen. War ein bisschen unübersichtlich wieder hier. Ich weiß nicht, wo ich schon war und so. Aber jetzt, na gut, momentan weiß ich es noch, aber ich habe Angst, dass ich das vergesse. Die Top 4 der Pokémon sind extrem stark. Ich habe gehört, man kann sie erst gegen sie antreten, wenn man im Besitz aller 8 Ohren ist. Ja, ist das die Arena hier? Nee, Marktplatz. Okay, cool. Okay, cool. Es gibt ja diese kleinen ruhigen Städtchen, die sich im Laufe der Jahreszeiten noch richtig anpassen. Sie exportieren viele ihrer Erzeugnisse. Das tut mir jetzt aber leid.
Da war so ein Typ namens Charles, der alles leer gekauft hat. Okay, lol. Mein ehemaliges Mitglied von Team Plasma. Ich bin spezialisiert auf verschiedenste Sorten von Rauch. Willkommen, kann ich helfen? Okay. Ja, verstärkt bestimmte Attacken. Sehr, sehr teuer, aber halt auch mega geil. Und noch andere Wirkungseffekte. Aber daran bin ich nicht interessiert. So, hier. Moment. Ja, nee. Will ich noch nicht. Irgendwann werden wir uns bestimmt auch Kumulmilch kaufen. Die Produkte, die der Maria City zum Verkauf angeboten werden, stammen aus irgendwelchen anderen Städten. Schon faszinierend, wie die Welt heutzutage verbunden ist. Das stimmt. Es ist schon famos, das Ganze hier über die alle möglichen Gemüsesorten und Waren Angebot zu haben. Hallo, toll, dass du hier bist. Möchtest du was Schönes haben? Dann zeig mir doch mal ein Pokémon mit Level 30 oder höher. Wow, wie heftig. Du bist ja vielleicht eine Marke. Hier, das ist für dich. Ein Expertengurt. Das ist nice, weil das, glaube ich, sehr effektive Attacken stärkt. Erstmal mit einem solchen ausgerüstet steigt der Schaden, den sehr effektive Attacken verursachen, dann bin ich. Ja, das ist mega geil. Bedeutet ein Pokémon geben, was vielleicht... dessen Moveset nur aus, verschiedenen Attacken halt besteht. Ja, ne? Kann ich mir zum Beispiel bei René gut vorstellen, aber der hat ja momentan ein Item, was Kampfattacken verstärkt. So, dann hier mal. Diese Medizin stammt aus dem Ausland und wirkt sagenhaft gut. Schmeckt leider etwas bitter, daher, also dass die Pokémon sich sträuben, wenn sie sie einnehmen wollen. Ah, das kenne ich auch noch. Sind doch Barbären, richtig? Nee. Ach so, diese. Oh ja. Hier zum Beispiel Vitalkraut. Das ist wie ein Top-Beleber. Aber ist halt bitter. Habe ich damals immer gerne trotzdem noch genutzt. Aber heutzutage. Nee. Außerdem ist das viel zu teuer für unsere Verhältnisse momentan. Na gut, dann gehen wir hier auch wieder raus. Oder gab es hier ein anderes Stockwerk? Nee. Ich dachte zuerst, das ist so ein. Oh doch, hier geht's noch hinter weiter. Okay. Hat nur zwei Eingänge. Geil! Hatte ich bisher auch noch nicht gesehen. Was ich sagen wollte, ich dachte, das ist wie das Kaufhaus in Schleide, in Zinno. Ich mag die Geschichte über das Donner-Pokémon und das Wind-Pokémon, die Welt verwüstet hatten, bevor sie von einem Erd-Pokémon ausgeschimpft wurden. Okay, lol. Hier ist das Poké-Center, da gehen wir erstmal rein. Da will ich auch erstmal unseren ersten Vollemsklaven mal ablegen. Weil den brauchen wir nicht mehr. So, hier gibt es nochmal ein bisschen hier zum Kaufen. Dass man nirgendwo angezeigt bekommt, wie viele man davon noch hat. So wie zum Beispiel Mario und Luigi. So, da will ich auf jeden Fall wieder ein paar kaufen. 10 Stück reichen erstmal. Supertränke ein paar. Diesmal ruhig ein paar mehr. 14 Stück. Dass wir 20 Stück haben. Übertränke habe ich bisher einen. Kann ich noch drei dazu, will ich mal kaufen. Beleber sollte ich noch genug haben, genau 10 Stück und das Rest passt auch. Außer, ja, Superschutz kann ich auch nochmal 4 kaufen. Nicht so viel dieses Mal, weil ich habe ja erst beim letzten Mal reingehauen. So, was gibt's denn hier eigentlich? Wie viel wieder? Nee, Bälle! Verschiedene Bälle. Oh, Finsterball. Das ist natürlich mega nice. Aber ich belasse das mal. Gibt ja in jedem Shop hier immer was anderes, diesen unteren Shop. Das war seit in Maria City all diese Hotelklötze gebaut wurden, hat Charles, der verliebte Mann, seine Funktion als Hauptattraktion der Stadt verloren. Okay. Wir heilen mal kurz unsere Pokémon. Da sehen wir auch zum ersten Mal, wie das aussieht hier mit 6 Pokémon. Nichts Besonderes, aber ja, trotzdem netter Funfact, so wie sie ihn am Rande. Dann werden wir erstmal kurz unsere Medaillen abholen. Ich hoffe mal, dieses Mal haben wir nicht so viele Medaillen. Das war ja beim letzten Mal extrem krass. Auf jeden Fall sind das schon mal ein paar. Okay, diesmal nur 2. Okay, ein paar. Ein paar sind 2. Wunderbar. Das ist immer so ein bisschen Zeit. Hätte man vielleicht ein bisschen beschleunigen können, aber egal. So, das erste Mal greifen wir auch auf Rubinas PC zu oder generell auf dem PC. Waren wir bisher auch noch gar nicht drauf. Außer ich, mal vor kurzem. Vor dem letzten oder vorletzten Part. Weil ich habe hier Vollemsklave 2 erstmal draufgepackt. So, erstmal Pokémon bewegen. Das ist hier der PC, das von Sklave 2.
Den behalte ich für eine andere VM. So, und wir wollen den ersten VM-Sklaven hier mal reintun. Als der Schneider hat jetzt unser Scaraborn, unser VM-Sklave 3, auch auf. So, mehr brauchen wir jetzt auch nicht machen. Das heißt, wir können hier auch wieder ganz schnell rausgehen. Gibt es da oben noch einen? Man nutzt manchmal auch Pokémon-Pölle wie diesen? Bisher nicht, aber ja gut, jetzt kann ich den ruhig mal benutzen. Dass meine Pokémon so schnell zutraulich geworden sind, hat nur einen Grund. Das ist erraten, ich habe sie nämlich mit einem Luxusball gefangen. Achso, das war die Funktion des Luxusballs, dass das Vertrauen anfangs gleich gestärkt ist. Okay. Auf der anderen Seite des Meeres nehmen noch jede Menge Pokémon, nicht wahr? Ja, das stimmt. Wow, wenn ein Pokémon die Attacke Zerfer einsetzt, kann es sich auf dem Wasser fortbewegen. Ja, Zerfer ist eine geile Attacke auch noch. Geile Wasserattacke. Wenn du willst, verrate ich dir mal was, mein lieber Trainer. Mach dir keine Sorgen, falls eines deiner Pokémon im Kampf mit einem anderen Trainer mal ein Item weggenommen wird. Das bekommst du nach dem Kampf nämlich wieder zurück. Einweg-Items sind und bleiben aber natürlich weg, nachdem man sie eingesetzt hat. Das Pokémon World Tournament. Ich bin so frei, ich bin dabei. Ist das Turnier, wo das aus Turnier ausgetragen wird? Am Ende der Stadt natürlich. Okay. Ist wieder ein Hotel? Ja. Oriental Maria. Na gut. Mir im Kino die neuesten Streifen aus Pokéboot anzusehen, ist eine meiner schönen Leidenschaften. Hau nicht ab! Schon erschrecken, wie viel sich hier in Maria City in letzter Zeit verändert hat. So, auch hier gibt es wieder einen Aufzug mit 2 Stockwerken, oder wie? Ja, 22 und 24. Genauso dasselbe Prinzip. Wurde ja schon gesagt, dass hier mehrere Hotels gibt. Ob 2 oder noch mehr, weiß ich nicht. Sag mal, hat deine Mutter vielleicht früher im Pokécenter gearbeitet? Denn ich kenne das wirklich verblüffend. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ändert man etwas in seinem Leben, vermisst man bald den alten Zustand. Doch ändert man nichts, langweilt man sich. Eine verzwickte Sache ist das. Ja, aber Änderungen müssen irgendwo auch mal sein. Das Pokémon nehmen an. Ich habe das Gefühl, es droht mir. Okay. Ja, dann hat man das Gefühl weiterhin. So. Dann noch zum 24. Geschoss. Ich weiß nicht, warum das solche komischen Zahlen sind, obwohl die Gebäude nicht so groß sind. Dass hier 24 Stockwerke sind, das ist ja nicht möglich. So, es sei denn, die anderen Stockwerke sind jeweils einen Millimeter groß oder so. Keine Ahnung. Der Trainer also. Wir haben ein Pokémon fit, werden wir dir einen starken Kampf liefern. Ja, als Ersatz dafür schenke ich dir das hier. Nichts für ungut. Großwurzel, okay. Das ist eine Großwurzel. Gibst du sie ein Pokémon mit, erhöhen sich die dadurch... Die durch Attacken erhalten KP. Das Item passte wirklich perfekt zu meinem Pokémon. Ach ja. Ja, vielleicht gut für Jonas. Gigasauger. Megasauger. Gigasauger hat er leider noch nicht. Aber Jonas hat ja an sich schon ein Item, was Pflanzenattacken verstärkt. Bedeutet, brauche ich dann dementsprechend jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die prozentualen Werte da von den beiden Items jeweils sind. Aber ja. An sich ist er dann auch mega sauer stärker. Gut, hier unten ist noch ein Hotel anscheinend. Da geht es auch dann weiter. Ich möchte kurz schauen. Der Part ist ja auch gleich vorbei. Ob, wenn wir das Hotel angeschaut haben, ob dann auch alles hier durch ist. Hier gibt es noch was. Ah, das scheint die Arena zu sein. Arena Leiter-Turner? Ich bedauere sehr, aber der Gute ist gerade ins Bundiert. Willst du dich also später hier nochmal einfinden? Okay. Sieht hier nach Boden oder so aus. Ja, wir haben ja recht. Dafür haben wir Pflanzen-Pokémon. Wir haben ja angefangen, eine Abkürzung zum Wendelberg zu graben. Das wird aber noch eine Weile dauern. Die Bullerei ist ganz schön anstrengend. Okay. Achso, da dürfen wir jetzt noch nicht lang. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Hat er mir auch nicht gesagt, dass ich da nicht lang darf. So, da geht's zur nächsten Route anscheinend.
Moment mal, sind hier zwei Hotels nebeneinander? Achso, in den meinen kann man nicht rein. Gut. Dann haben wir jetzt nur noch dieses eine Hotel anzuschauen und mit diesem Typier zu sprechen. Bedeutet, wir werden das jetzt noch machen, obwohl die Zeit reif ist, sozusagen den Port zu beenden. Aber, ja gut, die Zeit haben wir jetzt noch. Obwohl ich die Tiefkühlcontainer jeden Tag gesehen habe, kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie sie aussehen. Oder wie sie aussahen. Machen wir jetzt aus dem vollen Grund noch, damit wir am nächsten Part direkt dann weiter durchstarten können. Welche Attacken ein Pokémon lernen kann, hängt davon ab, welche Art es angehört. Das stimmt. Oh, das ist aber nett. Das sind die extra, die mir was mich zu besuchen. Du bist ein Pokémon-Trainer, nicht wahr? Hey, das ist dein Pokédex, klasse. Darf ich dich um einen kleinen Gefallen bitten? Möchtest du ein Pokémon sehen? Möchtest ein Pokémon sehen, was über die Attacke Zertrümmerer verfügt? Das kann unser VM-Sklave, glaube ich, momentan nicht. Und kann er auch nicht erlernen. Und das René oder so zu geben, macht keinen Sinn für mich. Doch, er kann das erlernen. Geil. Aber gut. Dann erlernen wir ihm das mal schnell. Furienschlag kommt raus. Mal sehen, was wir da kriegen. Hast du ihm die extra für mich beigebracht? Oh, klasse. Ja, habe ich wirklich gemacht. Hier, nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ne, Herzschuppe. Übrigens, mir ist wieder eingefallen, wozu man die Herzschuppen braucht. Du bist nur zu gern, was die Attacke zur Trümmerkampf so alles hergibt. Aber eins steht fest, du willst bestimmt das Beste daraus. Und zwar Herzschuppen kann man später noch gebrauchen beim Attacken Erlerner bzw. Verlerner. Also Erlerner haben wir schon gesehen oder gehört, dass es denen geben soll. Irgendeine Route oder irgendwo. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Ob es den Attacken Verlerner gibt, weiß ich allerdings nicht. Und ich denke mal, es wird hier auch mit Herzschuppen sein. Wo die dann sind, keine Ahnung. Naja, Bekanntschaften bringen auch Freude, aber auch Leid mit sich, glaub mir. Am Anfang scherzt man noch über alles, aber aus Spaß kann schnell ernst werden. Ach, aber hör am besten nicht auf mich. Nee, hatte ich auch nicht vor. Müller, die schöne Arena-Leiterin von Rayona, und sie hat einen Vorsprung wollen Terminkalender. Ein beliebtes Modell. Hat's halt nicht leicht. Ja. Dann noch Arena-Leiterin. Hat sie sich ausgesucht. Vor 3 Jahren hat mir Team Plasma die Augen geöffnet und ich habe Abschied von meinem geliebten Pokémon genommen. Seitdem nehme ich alleine in meinem Hotel. Manchmal fühle ich mich schon etwas einsam, aber so ist es wohl besser. Ich lebe ja nicht mehr ewig und ich will nicht, dass meine Pokémon um mich trauern müssen. Alter, der... Heißt das gut, dass seine Pokémon weggenommen wurden? What the fuck? Der ist nicht mehr ganz dicht anscheinend. So, hier nochmal ein Raum. Und... Das ist dann der letzte Raum. Oh, welch überraschender Besuch hier, schenke ich dir. Ewigstein! Na gut, ist jetzt nicht so besonders. Der verhindert. Eine Entwicklung. Schon stinkt so, da mag meine geliebten Pokémon. Ruht euch heute richtig aus. Gut. Das war's dann hier. Dann war's das natürlich auch mit diesem Part. Im nächsten Part werden wir weitermachen. Ich weiß es. Ich weiß nicht, ob es dann schon den Arena-Leiter. Also den Arena-Kampf dann gibt. Weil. Wir müssen erstmal schauen, wo der überhaupt ist. Und es gibt ja hier ja auch mehrere Wege raus aus der Stadt. Auf jeden Fall werden wir da im nächsten Part dann weitermachen. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bye bye.